Hier sind noch mehr gegnerische Kanonen. Ja, das geht ein bisschen schnell, falls ihr jetzt hier nicht mitkommt. Ja. Okay, jetzt habe ich eigentlich so gesehen alles aufgedeckt, wenn ich der Minimap da unten trauen darf, einigermaßen. Da bin ich, dann kann ich noch hier den Gang schnell lang rennen. Und dann gucke ich, dass ich wieder zurückkomme zu meiner, zu meinem Dungeon. Oh. Und da bin ich auch schon wieder. Dann gehe ich mal. Was zur Hölle? Ja, die eisernen Jungfrauen foltern sich gerne mal selber, was ich auch ziemlich skurril finde eigentlich. Ja, aber so wie es aussieht, da sind gegnerische Kanonen. Und hier hinten habe ich, glaube ich, auch noch hier welche entdeckt. Also ja, da müsste es dann weitergehen. Dafür bräuchte ich dann definitiv wahrscheinlich mehr Salamander. Und oder Brücken. Aber jetzt machen wir erstmal hier den Trainingsraum größer. Was gar nichts gebracht hat. Supi. Dann entfernen wir, glaube ich, am besten hier auch mal die Wand. Und hier auch mal, auch wenn wir damit unseren Dungeon etwas angreifbarer machen. Aber wir machen ihn auch ein bisschen. So, 7 Skelette, das dürfte dann auch reichen. Hier das Gold ausgraben, dann haben wir hier hinten eigentlich unsere Grabungsarbeiten getan. Wie viele Imps habe ich? Ich habe 6. 6 Imps ist nicht viel. Noch 2 weitere sollten. Ach ja, das sollte jetzt definitiv reichen. Ihr könnt mal hier die Türen aufboxen. So, ich will wissen, was hinter den Türen ist. Oh, ich sehe gerade, wir haben 2 neue Zaubersprüche. Wie viele Forscher haben wir? Dann kriegen wir alle den Forschungsbefehl, dass das schneller geht. So. Ja, hier geht es auch noch ein Stück weiter. Gucken wir erstmal da weiter. Ein neuer Zauberspruch wurde erforscht. Böser Blick? Böser Blick zeigt alle verborgenen Wege in dem Landstück, auf das der Zauber wirkt. Ah ja. Ihre Geschöpfe brauchen einen größeren Trainingsraum. Ja, das weiß ich, dass die einen größeren Trainingsraum brauchen. Das Problem ist, ich habe kaum Platz. Na super. Ich muss dringend irgendwo gucken, dass ich noch Platz für Trainingsgerät schaffe. Auch wenn ich dafür hier noch mehr ausgraben muss. Grabt hier aus, dann kommt da noch ein Trainingsraum hin. So, aber jetzt wollen wir mal den bösen Blick benutzen, und zwar hierhin. Ja, genau. Oh, da kommt ein Riese. Okay, über dieses Gebiet hier können Riesen uns angreifen. Da ist sogar noch einer. Hm. Okay. Da wäre ein Geheimnis. Ah, für ein Geheimlevel sogar. Okay. Geheimlevel versuche ich nach Möglichkeiten freizuschalten. So. Gleich mal einen Imp schnappen, der mir das Ding. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Naja, das war unnötig ein eigentlich. Ein verborgenes Reich erwartet euch nun. Verkaufen wir schnell die Brücken wieder. Hier können wir es noch. Ein neuer Zauberspruch wurde erforscht. Eure Bibliothek bietet nicht genug Platz. Eure Bibliothek ist zu klein. Zusammenrufen können wir nun. Okay, die Bibliothek ist etwas zu klein, deswegen machen wir sie etwas größer.
Haben wir den eben verloren? Nein. Noch ein Kampf? Nö. Okay, wir haben den Zusammenrufen-Zauber gelernt. Der ist... Zusammenrufen. Ein Zauber, der das einzige Mittel darstellt, gewaltige Schlachten an einem bestimmten Punkt eurer Wahl zu inszenieren. Das hat mich jetzt neben gekostet. Ja genau, wenn wir Zusammenrufen benutzen, dann rennen alle meine Geschöpfe genau auf die Rufenfahne hin. Und ich kann sie auch beliebig woanders wieder absetzen. Und ich glaube, wenn ich sie mit der Hand des Bösen zertrümmer, dann tue ich sie auflösen. So, blitzen wir ihn mal, um ihn kurzzeitig kampfunfähig zu machen, dass alle anderen auf ihn drauf einhacken können. Genau, mit der Hand des Bösen kann ich ihn dann wieder wegzaubern. Du, sammel mal den Toten auf, den Gefallenen. Ich habe nur noch 5 Imps, das geht doch gar nicht. So, genau, so muss das gehen. Theoretisch, die Riesen sollte ich nicht zu Skeletten machen. Die Riesen sollte ich bekehren. Das ist nämlich, das ist die bessere Idee. Also komm, schlepp den Riesen. Gegner schleppen können sie ziemlich schnell, falls es einem noch nicht aufgefallen ist. Die Imps, zum Glück. Also schleppt den mal hier rüber, dann wird er geheilt. Und dann kommt er ab in die... wo ist sie denn? Folterkammer. So. Ist ganz schön verwinkelt hier. Was gibt's hier dahinter? Bibliothek bietet nicht genug Platz. Ach ja, stimmt. Die Bibliothek wollten wir vergrößern. Also hier hinter ist nur ein Magier. Also ich denke mal, in die Richtung geht es eher weiter als da drüben über den Lavaweg. Hier sind, glaube ich, nur 2 Helden. Eures Dungeons wird angegriffen. Ach du heilige Scheiße. Töten. Das hier ging jetzt ein bisschen drunter und drüber. Mehr oder weniger. Was macht der Gefolterte? Der wird immer noch gefoltert. Bibliothek vergrößern. So, jetzt haben wir mehr Regalplätze und auch mehr Forscher. So, Level 2, Level 1 und 2 Riesen, die können ruhig verheizt werden. Zu Skeletten. Es ist wieder mal Zahltag. Ah, wir haben genug Platz. Dann können wir hier noch einen zweiten Trainingsraum hinstellen. Sehr schön. Das müsste aber jetzt genug Trainingsplatz sein. Hier ein bisschen Gold ausbuddeln. Aua. Tötet mehr Riesen. Das Herz eures Dungeons wird angegriffen. Schon wieder? Schon wieder ein Riese. Das geht ja mal gar nicht.
heilen wir nochmal. So. Du kannst den da mal abholen. Level 3 Riese ist gut, den können wir heilen und auch um. Gefangennahme aus. Gefangennahme ein. Noch mal umdrehen, so. Alles andere kann sterben. Da kommt schon wieder ein Level 1 Riese. Die kommen von hier oben angewatschelt. Das ist nicht ganz so ideal, wie ich es gerne hätte. Hier mal den Schlafraum etwas vergrößern. Also die Ausgangslage ist schon ein bisschen schlecht hier. Schnapp ich euch mal, dann könnt ihr mir den Riesen da oben umboxen. So. Genau. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. So. Wieder ein Impf verloren. Also in der Mission verliere ich haufenweise. Ihr habt ein gegnerisches Geschöpf in eurer Folterkammer bekehrt. Sehr schön. Die lasse ich alle sterben und bekehre ich den Stufe 4 Riesen. Jetzt habe ich meinen ersten eigenen Riesen in meiner Prügeltruppe. Das dürfte das Ganze ein bisschen angenehmer machen für mich. Jetzt muss ich gucken, dass ich... Ach, benutzen wir ihn gleich mal, um diese Tür hier einzuschlagen. Mal sehen, wohin sie führt. Skelette gehen gleich mal trainieren. Eure Geschöpfe bewundern ehrfürchtig euer Talent. Ah, ja. Das finde ich schön, wenn sie mein Talent bewundern. Geld kriege ich genug. Der Riese ist ausgeschaltet. Dann kann ich hier jetzt mal, wenn man nimmt es jetzt hier weiter das Gebiet. Eure Portale haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Sehr schön. Also das Portal. 20? Das Portal. Ach so, okay. Bis zu 20 Geschöpfe können insgesamt hier durchkommen. Wie viel habe ich? Also habe ich. Ja, 3 macht 7. Ja, macht 20, genau. Mir fällt eigentlich gerade so auf, dass ich vielleicht. Was? Kann ich derzeit nicht benutzen? Okay. So wie es aussieht, konnte ich das Horny-Teil nur einmalig benutzen und ich habe es verschwendet in der letzten Mission. Ist egal. Die Riesen werden umgedreht für mich. Und mittlerweile herrscht auch wieder ein bisschen Ruhe in meinem Dungeon. Gucken wir mal hier hinter. Ah, hier ist die Hauptzentrale. Also hier sieht man schon verstärktere Türen. Dann kann ich mich ja da mal, sobald ich noch ein paar mehr... Euer Zauberspruch Imp erschaffen wurde verbessert. Sobald ich ein paar mehr Truppen habe, sobald die beiden Riesen hier bekehrt sind und die beiden zu Skeletten geworden sind, kann ich sie ja mal da drauf dreschen lassen.